müssen hier raus, bevor es zu spät ist. Wir sind erst da, Sophie. Er ist tot, ich kann es nicht glauben. Ich habe die perfekte Lösung dafür. Hör auf, du sollst mit meiner Arbeit zu tun. Unser Herz, mein wunderbares Herz. Was nun? Keine Ahnung. Wer war das? Was? Ich glaube, ich kenne die Antwort darauf. Warst du das? Vielleicht. Ich machte ein paar Koffeinexperimente. Nichts Besonderes, weißt du? Alles war bereit, aber dann lief was schief. Ach du meine Güte, was geht hier ab? Meine Kaffeemaschine sprengt sich selbst in Stücke. Ich muss doch irgendwas tun können. Du bist dran, Feuerlöscher. Heiliges Katzenfutter. Meine geliebten Kaffeemaschinen. Es tut mir leid, aber ich muss... Du hast was gemacht? Beruhigt euch. Ich rede doch schon. Was? Hört mir einfach. Ich baue uns unser Haus selber. Ich kann nicht mehr. Diese Katze. Glaubt ihr mir etwa nicht? Ich beweise euch, dass ihr falsch liegt. Ich verletze dich nicht. Ich brauche von niemandem die Zustimmung, um meine Träume zu erfüllen. Ich weiß, mit harter Arbeit kann ich alles schaffen, was ich will. Yay! Weil dir selbst zu vertrauen ist das Wichtigste, was du tun kannst für deine Zukunft. Ich werde meine Freunde nicht obdachlos sein lassen. Ich glaube an meine Fähigkeiten und gebe mein Bestes für meine Freunde. Und ich weiß, dass ich es schaffen kann. Leute, ich bin endlich fertig. Du machst das falsch. Autsch, oh, du bist ein echter Nichts. Diese Nägel machen es nur stärker, Grody. Ich drehe hier gleich durch. Catherine, verdammt. Oh. Nichts kann mich aufhalten. Es ist egal, wie viele Hater hinter meinem Rücken schlecht über mich reden, weil ich diese Arbeit liebe. Und ich weiß, dass es toll für uns wird. Willkommen zu Hause, Leute. Das neue Haus erwartet euch. Es geht. Ach, hört auf, euch zu beschweren. Geht einfach mal rein. Sieh nur, wie hell es hier überall ist. Autsch. Was? Zu gefährlich. Hey. Haus. Die Bruchbude könnte jeden Moment einstürzen und ich werde nicht drinnen sein, wenn das passiert. Wimpin, das war nur ein Stein. Und ich bleibe hier, einen Steinwurf entfernt. Das Haus ist so stabil wie ein Berg. Glaubst du mir nicht? Was war das? Willst du mich verkackeiern? Erdbeben? Nein. Was soll ich jetzt nur tun? Was? Das ist merkwürdig. Merkwürdig oder nicht? Es ist eine Möglichkeit. Wackelt nicht? Wackelt. Wackelt nicht? Lass mich überlegen. Ich hab's. Ich weiß genau, wer helfen kann. Erledigt. Nichts, worüber man sich mehr Sorgen so müsste. So löst du Probleme? Ich gehe da bestimmt nicht rein. Dann schlaf halt draußen. Tschüss. Es nervt, dass keiner meiner Handwerkskunst vertraut. Komm mit, das ist dein neues Zimmer. Oh mein Gott, wie unschön und gruselig. Moment, was ist das? Es hat nicht mal geregnet. Ungesunder Käfer überall und irgendwas anderes. Wie dieses Zimmer macht mich krank. Dieser Ort ist dein neues Zuhause und du wirst es lieben. Viel Spaß. Es ist schrecklich. Und das hier, meine Freunde, ist unsere Küche. Müffelt. Man sieht sich später, Leute. Ich habe einen Job zu erledigen. Smile, Critters. Wir haben sogar einen ultrastarken Ofen, um tausende leckere Cupcakes zu backen. Endlich etwas Feuer! Komisch, klappt gar nicht. Falscher Knopf, denke ich. Ich wusste es, dieses Haus versucht uns alle umzubringen. Vielleicht fix unter die Dusche? Ach du Heilige! Lass mich euch zeigen, wie es richtig funktioniert. Komm schon. Hilft mir! Was kann ich nur gegen all das Feuer machen? Kleine Ente, kennst du die Antwort? Ente! Wie kann das Ding auch gefährlich sein? Oh, du musst einfach... Komm, Feuer machen. Du hast schon wieder ein Haus niedergebrannt. Nein, alles ist unter Kontrolle. Ich weiß, was du denkst. Ich glaube an dich, Feuerlöscher. Sein. Rette mein Haus. Catherine, du bist ein Vorsicht. Idiot. Du Feuer! Es bricht zusammen! Das ist wegen meiner Schuld! Oh mein Gott! Oh mein Was Gott. Redest du da? Ich kann das fixen, Leute! Vertraut mir einfach! Dafür haben wir keine Zeit mehr, Catherine! Dank mir später! Ich wusste, dass ich hier sicherer bin! Ich bin schlau! Autsch! Oh, Mann, ey! Wir sind schon wieder obdachlos! Ich sagte dir ja, dass es eine doofe Idee war. Ich habe mich so mies gefühlt, weil ich unser Haus zerstört habe. Also wollte ich uns noch was Gutes tun. Wir verlieben dich trotzdem noch. Wir haben immer noch kein Haus wegen ihr. Catherine ist versaut, also habe ich's gemacht. Du bist unser Held, Unique. Jeder hat sein neues, cooles Zuhause, aber ich bin stolz auf mein kleines Haus.
Es sieht perfekt und sauber aus. Oh, verrückt. Was ist das? Das ist so hässlich. Ja, zumindest habe ich erkannt. Was hast du gesagt? Oh, es tut mir leid. Mal sehen, wie viele Treffer dein Haus einstecken kann, okay? Ich lasse nicht zu, dass ihr es weiter kaputt macht. Du hast gar kein Haus mehr. Gute Arbeit, Catnap. Wieso macht sich jeder lustig über meine Kreation? Das ist nicht fair. Aber ich hab jetzt genug. Heute ist der letzte Tag, wo sie mir ins Gesicht lachen können, weil ich ab heute ein richtiger Mann sein werde. Und sie werden der Beweis dafür sein, Schatz. Das war ein komischer Traum. Was? Wir sind schon da? Hallöchen, ich hab euch gemacht. Ihr könnt meine Familie... Entschuldige, aber du bist nur ein Kind. Ich bin kein Kind, ich zeig's dir. Ich hatte auf den perfekten Moment gewartet, um das hier zu tun. Ich werde ein echter Mann. Das ist besser, als ich gedacht habe. Hallo Familie. Daddy kam etwas früher zurück und will eine cool aus. Das war knapp. Yeah. Wir können zusammen glücklich sein. Oh nein, wir brauchen ein Zuhause. Perfekt, lass mich euch was zeigen. Unsere tolle Villa. Das ist alles? Nein, natürlich nicht. Ich baue jetzt eine. Oh, okay. Freut mich zu hören. Ich bin nicht nur super im Lernen, ich bin auch richtig gut im Maschinenbau. Alles wird einfach perfekt sein für unsere neue Familie. Ich verspreche, sie wird mich sofort lieben. Papa, es ist toll. Denkst du wirklich so schnell? Und wir können sofort einziehen, Liebling. Sehen wir uns das doch mal von innen an als Familie. Jod hat ein größeres Haus gebaut. Jetzt reicht's. Erteilt Ihnen eine Lektion, die sich gerechnet. Oh Gott, das ist wunderbar. Willkommen zu Hause. Das ist so cool. Der Nachtisch wurde serviert. Genießen Sie ihn. Danke. Klasse. Dieses Haus ist unglaublich. Robert, du hast mein Leben verändert. Ja, ich liebe mein neues Zuhause, Mami. Ich auch, mein Schatz. Was passiert hier? Wir müssen weg. Was ist hier los? Bastarde. Knock, knock, wer ist da? Kanonenkugel. Neues Haus zu zerstören ist echt lustig, Buba. Warum hassen die uns? Oh nein, oh nein, das Dach stürzt ein. Lauf! Oh mein Gott! Oh, es war knapp. Das ist alles deine Schuld. Nein, Schatz, verlass mich nicht, das wird nur heiter. Loser! Keine Sorge, Sir. Robert. Ich reiche Ihnen meine helfende Hand. Eine harte, metallische Hand. Oh ja, Sir. Meine Familie wird für immer sicher sein. Das ist das Einzige, was zählt. Und Sie können sich wie immer auf mich verlassen. Es ist vollbracht, Milord. Das hast du toll gemacht, Robert. Wir sind cooler. Als dieser Elefant. Ist mir egal. Ich sagte, lasst mich in Ruhe. Oh, Baba. Darling, ich habe das Haus erneuert. Baba Fant, du bist der Beste. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Danke dir, mein Schatz. Wer ist jetzt der Loser? Ihr seid... Dieser Bastard. Warte mal. Zweite Runde. Wir haben wirklich gute Arbeit geleistet, Robert. Wir haben es vollbracht. Dem stimme ich gerne zu. Wieder. Ich auch, mein Schatz. Was ist passiert? Sehen wir mal, wer schlauer ist. Ob Sie wohl gerne unsere Kanone zählen wollen? Zeigen wir sie einfach mal. Wir sind am Arsch. Hat uns erwartet, Klettner. Das ist jetzt richtig laut. Was ist das? Sehr gut gemacht, Robert. Ich glaube, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Würdest du mich heiraten? Mein Gott, träume ich etwa? Natürlich will ich, und du bist auch mein Leben. Oh, Baba Fan. Bester Tag meines Lebens. Ich liebe dich. Hi, Sweetheart. Wir haben es geschafft. Endlich! Nach all diesen Jahren habe ich sie gefunden! Komm her! Sie wissen nicht, was sie erwartet! Ihr miesen Ratten! Öffnet die Tür! Wer ist da? Nein! Oh ja! Ich bin eure verstoßene Tochter! Habt ihr mich vergessen, Mama? Es ist nicht so, wie du denkst! Es ist mir egal! Ihr werdet für alles bezahlen! Stopp! Was? Deine Mutter hat recht! Ich verlange jetzt sofort eine Erklärung! Naja, okay! Ich werde es erklären! Es fing an, als du ein kleines Fohlen warst. Ouch, es tut mir leid. Du schon wieder? Verwöhntes Gör. Es tut mir leid, mein Fehler. Geh sofort nach Hause. Okay, Mama. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, auch wenn du lieber spielen wolltest. Ich will einfach nur Freunde haben. Und spiel den Ball. Fußball, ich will mitspielen. Genug. Ja. Aber Mama, ich will draußen spielen. Das ist mir egal. Du bleibst hier. Schmerz und Wut kochten in dir auf. Ich hasse sie. So langweilig. Oh,
Ich werde meine Freunde malen. In meiner Welt können wir spielen. Ich mag Kunst. Du Enttäuschung! Hör auf zu träumen, du Narr! Ich werde es zerstören! Mama! Und an diesem Tag hattest du genug und bist explodiert. Tochter? Nein, warte! Ich hasse dieses Haus! Warum kann ich keine Freunde haben? Ich muss immer tun, was sie sagen. Ich bin eine Gefangene. Sie sind schlecht. Ich hasse sie! Ich hasse sie! Crafty, was soll das bedeuten? Was ist das? Müll. Es ist kein Müll. Es ist. Oh, jetzt geh und räum genug. Auf. Ihr werdet mich nicht länger demütigen. Ich hasse euch. Ich gehe. Ich will frei sein. Ich muss weglaufen. Du bleibst hier. Das werden wir sehen. Du bist weggelaufen. Hey, komm zurück. Freunde. Hey. Leute, ich bin frei. Was? Wir haben versucht, dich zu warnen. Was? Was? Was ist denn? Autsch! Nein! Es tut weh! Mein Kopf! Tochter! Mama! Papa! Eltern! Ihr seid hier! Es tut mir leid, ihre Beine sind gebrochen und ihr müsst so viel bezahlen, damit sie wieder laufen kann. Wir sind arm! Ich kann nicht zeichnen! Ich kann nicht mal den Stift halten! Ich bin nutzlos! Freunde, entspannt euch. Ich habe genau, was ihr braucht. Wartet. Was? Ja, wir wollen es. Dann müsst ihr sie nur noch zustimmen. Auf ein Internat? Das Beste vom Besten. Es ist das Beste für sie. Wir nehmen an. Gut gesagt. Super. Wir dachten, das wäre das Beste. Aber... Du gehörst ganz mir. Was haben wir getan? Es wird nicht weh. Nein, hör auf, Max! Raus hier, du Wahnsinniger! Crafty! Seht ihr, es geht dir gut. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich großartig. Schau, ich kann laufen. Wir lieben dich. Ja. Mama, Papa! Er wird dir eine bessere Zukunft geben als wir. Papa, ich will nach Hause. Ich will im Raum sein. Und das war's. Aber sieh mal, wir wussten immer von dir. Wir sahen dich durch Bilder aufwachsen. Und wir wussten, dass du glücklich warst. Und wir haben deine Zeichnungen aufbewahrt. Mama, Papa, ich fühle es. Sag es uns. Ich liebe euch so sehr. Wir haben dich vermisst, Tochter. Ja, das letzte Puzzleteil. Es ist Huggy. Ha, ja. Lass uns spielen. Wie seltsam. Wer ist hier? Ich. Du bist es? Ist das Huggy? Ja. Ich hasse ihn. Ha? Ich mag ihn nicht. Hey, hör auf. Zu spät. Ich glaub das nicht. Du idiotischer Narr! Nimm das! Tochter! Papa, es war ihre Schuld! Hä? Meine Schuld? Räum das hier auf! Papa, es war Catnaps Schuld! Glaub mir! Diese kleinen Augen! Fertig? Du machst jetzt all deine Hausaufgaben! Viel Spaß! Fang an zu lernen! Auf Wiedersehen! Ich kann noch nicht mal lesen! Ich hab Catnap besiegt! 2×7 multiplizieren! Sei still! Halt den Mund! Hey. Mal sehen! Was? Huh? Reingelegt! Papa! Komm mit! Interessant! Siehst du? Was? Er lernt doch! Was? Ich geh da mal ich wieder! Ich kann lesen! Wie naiv! Dummkopf! Ich muss nachdenken. Ah, ich weiß. Wer hat Amerika entdeckt? Meine Mama! Fertig! Hausaufgaben erledigt. Irgendwas fehlt. Egal. Papa, schau mal! Was für ein Wunder. Mal sehen. Sind das deine Hausaufgaben?
Oh, nein! Papa! Jetzt reicht's! Nein! Du warst ein Papa! Böser, oh, nein! Nein! Oh, oh, nein! Papa liebt Uhu, mich nicht! Heilsuse. Oh. Du kleine Hexe! Ich hab einen Plan. Vorsichtig, leise. Oh, es ist kalt! Und jetzt ihre Sachen. Was? Es ist vorbei! Wart nur ab! Hä? Müll! Hä? Ihr Tier! Schau mal! Tada! Papa! Tata! Was hast du getan? Sie hat es kaputt gemacht! Schau mal, hier sind 100 weitere! Juhu! Ich glaub das nicht! Das bedeutet, ich kann das auch zerstören! Wie verrückt! Lächeln! Was für eine langweilige Welt! Hey, Ketne! Es ist kaputt gegangen. Das ist gelogen. Es war ein Tornado. Warst das du? Ich glaube schon. Er war es. In dein Zimmer. Ich bin so ein Versager. Kleiner Betrüger. Guten Appetit. Wie lecker. Oh, gib mir. Guten Hunger. Was? Nur einen? Sei einfach dankbar. Ich gehe jetzt das. Das ist unfair. Der Arme. Er braucht ein Leben mit ein bisschen Geschmack. Ich werde nicht. Ich muss es aufhalten. Nichts. Na gut, dann essen wir. Au, lecker! Gar nicht schlecht. Oh. Ah! Sie ist der Teufel, es reicht! Es ist eiskalt. Wohin gehst du? Oh, es war ein schöner Tag. Oh, es regnet. Kia! 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 Oh, Mia, Hilfe! Sie hat Angst? Das freut mich. Mach auf! Kia! Bitte! Bitte! Schwester? Oh, das scheint ernst zu sein. Na egal. Ich komme und hole dich. Nein, das ist das Ende. Geh weg von dir, du Stinker. Komm nie wieder, verschwinde. Ist er weg? Natürlich. Hey. Papa. Ihr habt mich ge... Hä? Mein Fenster. Oh. Es reicht, ich hab genug von dir. Bist du verrückt? Ein mörderischer Impuls. Gerettet. Dieser nutzlose Narr? Ciao! Ist ein Vampir, glaube ich. Tut mir leid. Oh, ich habe mich geirrt. Catnap. Papa? Kannst du mir bitte verzeihen? Ja, Papa. Ich liebe euch. Endlich habe ich meine Diamantauszeichnung. Das war eine Menge Arbeit, aber das war es wert. Er sieht neben meinem Gesicht so schön aus. Okay, Leute, ich bin zurück. Vielen Dank. Das nächste Ziel sind 100 Millionen und die Rubinauszeichnung. Ich weiß, dass wir das schaffen können, meine Kätzchen. Denkt nur daran, zu abonnieren und zu liken. Das Abendessen ist fertig. Ich habe mein Lieblingsgericht gemacht. Frittierter, gefüllter Thunfisch. Tut mir leid, Freunde. Ich gehe jetzt essen. Wir sehen uns morgen zur gleichen Zeit, meine Kätzchen. Prost, mein Essen. Tada, Herr Liebes, so wie du es magst. So wunderschön. Yum, yum, yum. Oh, Mama, ich habe Hunger. Hast du was zu essen gekocht? Ich verlumme. Heiliger Thunfisch, das riecht ja köstlich. Ich bin so froh, yum, dass es dir gefällt. Oh, nein. Thunfisch, fütter mich auch. Ich bin auch hungrig. Was soll ich damit anfangen? Das ist alles, was uns fertig ja, ich kann das nicht essen. Warum seid ihr immer so? Zeit für die Tanzstunde. Yum, yum, was geht, Kätzchen? Heute habe ich ein paar neue Schritte, die ich bei meinem letzten Trip nach Paris gelernt habe. Ich hoffe, sie gefallen das euch. Das ist der richtige Weg, mein Kätzchen. Die Kamera liebt dich. Du tanzt, ich liebe tanzen. Genau so. Hm? Catnap, was machst du da? Das ist wie du, große Schwester. Ich bin wie alles. Das macht Spaß. Weg da, du Mikrobe. Warum hast du das gemacht, Mama? Bleib weg von mir, wenn wir aufnehmen, du kleine Flohplage. Du taugst nichts als YouTuber. Geh entweder Anwalt oder sowas. Aber ich will doch nur Zeit mit euch verbringen. Warum behandeln Sie mich immer so? Zeit für deine Instagram-Fotos. Zeit, dass sich Tausende in mich verlieben. Dieser Blick ist unwiderstehlich, Liebes. Gut sehr gemacht. Schön. Jetzt will ich, dass du ein paar Posen in einer anderen Kulte zeigst. Mama, ich hab den ersten Platz auf der Wissenschaftsmesse gewonnen. Mein Bericht über Einsamkeit in der Familie jetzt hat gewonnen. Jetzt nicht, Kettner. Und mir genauso. Perfekt. Jetzt kann ich das Foto machen. Was ist los? Mama, die Kamera. Nein. Oh, das wollte ich nicht. Das tut mir so leid. Wolltest du, dass ich den Müll ansehe? So viel Sammel um dieses widerliche Ding. Nein, meine Arbeit. Hier ist noch etwas Arbeit. Aber was soll ich denn jetzt tun? Räum dieses Chaos auf, das du angerichtet hast. Ich glaube, du hast endlich deinen Beruf gefunden, du Zwerg. Tschüssi. Tut mir leid. Das wird sicher viele Leute anlocken, oder? Ich hatte gehofft, du würdest das nicht herausfinden. Was macht das auf dem Boden, wie kannst du das anfangen? Ich hab dir gesagt, du sollst deine Wäsche aufräumen. Warum ist hier Essen? Das ist beschämend. Mein letzter Stream war ein bisschen verrückt. Aber ich werde das nicht sauber machen. Wir müssen jemanden engagieren. Ich kenne jemanden, der es umsonst macht. Catnap,
Hilfst du deinem Beste beim Streamen? Klar, was muss ich tun? Räum ihren Arbeitsplatz auf. Was für ein Geruch? Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Meine Fans dürfen nicht sehen, wie ich lebe. Ich wollte doch nur Zeit mit ihnen verbringen. Also das ist, wo sie arbeitet? Wow, ich habe ihr Setup noch nie von nahem gesehen. Wie muss es sich anfühlen, wenn so viele Leute dich sehen? Ich glaube, es ist Zeit für mich, das jetzt herauszufinden. Ja, hallo zusammen. In diesem Video werde ich die Minecraft-Welt meiner YouTuber-Schwester neu gestalten. Wir haben es geschafft, Freunde. Und wir haben es in Rekordzeit geschafft. Das hat echt Spaß gemacht. Wann ist denn das nächste Sie lieben mich. Das hätte ich nie gedacht. Sie spenden so viel Geld, so viele Abos. Ich habe den Kanal gerade erst eröffnet. Unmöglich. Das ist die größte Überraschung meines Lebens. Hast du mein Zimmer fertig geputzt? Was machst du da? Mama! Was ist los, Liebes? Die Kaulquappe hat mein Minecraft-Haus ruiniert. Warte, schau dir an, was ich geschafft habe. Sieh dir all die Abos und Spenden an. Du stinkst meinen Stuhl voll, Kaulquappe. Ich werde dir zeigen, dass du meine Sachen in Ruhe lassen sollst. Bin ich nicht deutlich genug gewesen? Niemand liebt dich. Dein Vater hat dich hier gelassen und ich werde dich nicht los. Also sei einfach still. Ihr seid beide verrückt. Es bewegt sich. Weg von mir. Dumme Kaulquappe, jetzt stinkt mein Stuhl. Hallo, Kätzchen. Was ist denn passiert? Was ist denn zurück. Ich dachte, alles würde besser werden, wenn sie sehen, wie gut ich streame. Ich habe sie geliebt. Was soll die meine Lehre sein? Jetzt Catnap gehen. Sie stalken uns. Ich rufe die Polizei. Lass ihn frei. Bringt uns Catnap. Er soll mein Gesicht signieren. Catnap hat uns seine Adresse gegeben. Und da wir sein neuer Fan sind. Wir sind gekommen, um ihn zu retten. Verschwindet hier, Mädchen. Ich hasse Fans. Sie sind immer so wild. Sie wissen nie, wann Schluss ist. Was jetzt? Wir sind für unser Kätzchen gekommen. Wir gehen nach Kätzchen rum. Wir gehen nach Kätzchen rum. Ja! Meine Tochter. Wo hast du ihn versteckt? Warte, die Kaulquappe ist... Ich meine, Catnap ist da drüben. Was ist das für ein Kampf da draußen? Wow, wer seid ihr? Nein, wartet, geht zurück. Du bist echt noch hübscher. Und so weit. Wir lieben dich, Catnap. Wir lieben dich, Catnap. Ihr seid meine Fans. Unglaublich, ihr liebt mich wirklich. Diese Kaulquappe erhält die goldene Auszeichnung. Ich hoffe, er verschluckt sich daran. Hier ist dein blödes Essen. Wow, du kochst besser, als du streamst. Es ist Zeit für meine Fans. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Bitte hab Erbarmen. Quäl mich nicht mehr. Ich hab's versucht. Komm mir nichts mehr an. Ich bin es leid, deine dummen Ausreden zu hören. Ich habe die Nase voll von deinen Entschuldigungen und deinen Versagen. Was wird sich schon ergeben? Ich habe nicht aufgehört zu suchen. Du hast eine Frau und drei Kinder. Und komm nicht zurück, bis du einen Job gefunden hast. Ich muss versuchen, meine Frau zurückzugewinnen, um nicht wie ein Streuner in der Gosse zu enden. Das wird dir meine Lehre sein. Oh nein, was habe ich getan? Mein lieber Ehemann, ich habe mich geirrt. Kadett, komm zurück, mein Schatz. Wo wirst du die Nacht verbringen? Wer möchte Flugzeug spielen? Ich habe gesagt, ich will meinen Papa. Lass mich runter, du böse Mama. Wir müssen uns auf den Weg machen. Sie können mal so Hunger? Lass Mama mal sehen. Oh, nichts hier. Wenn es so weitergeht, passiert noch ein Unglück. Oh, das ist schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich tue. Aber ich habe keine andere Wahl. Es tut mir leid, mein kleiner Sohn. Mama liebt dich. Was? Mama? Oh, du armes kleines Ding. Es ist in Ordnung. Mama Misty Light wird sich um dich kümmern. Mein süßer Catnap. Eines Tages werde ich zurückkommen, um dich zu holen. Wie konnte ich nur meine eigene Familie zerstören? Ich verdiene es nicht, Catmom genannt zu werden. Was? Wo bin ich? Wir wollen dich hier nicht. Ich warte jeden Tag, bitte. Ich will zu meiner Mama. Ich werde jetzt meinen Tee trinken. Wasserbocken? Was ist hier vor? Du denkst wohl, du bist etwas Besonderes. Du bewegst dich nicht vom Fleck, bis du das hier aufgeräumt hast. Sofort! Der Abfluss stinkt. Hurra, Zeit zu essen. Hey, nein, das war mein Dessert. Was macht ihr da? Geht weg von meinem Essen. Ja, du hast gerade dein Dessert gegessen und kein Gemüse. Hast du eine Erklärung? Aber Lehrerin, Misty Light, sie haben mir mal Eis genommen. Sofort dein Gemüse auf. Wie ekelhaft. Und so, liebe Passagiere, wir landen gleich. Ich mag diesen Ort nicht. Wenn nur Mama hier wäre, dann wäre alles besser. Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Mama wird immer bei dir sein. Hey, wie toll, ein rotes Auto für mich. Das ist unglaublich, aber ist das wirklich wahr? Du verdienst so etwas Schönes nicht. Gib es mir. Ich werde es verkaufen. Klau doch das Auto nicht. Lass los. Nimm es mir bitte nicht weg. Es ist ein Geschenk des Schicksals. Mein Auto ist zerstört. Wow. Ups, ich glaub, Schlinker. Das ist für dich. Niemand sollte alleine sein. Komm, ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe einen Plan, damit du heute aus diesem dunklen Gefängnis entkommen kannst. Bist du dabei, oder nicht? Mein süßer Catnip, ich hätte dich nicht dort lassen dürfen. Wenigstens habe ich euch zwei noch. Wir sind bei dir. Dafür sind Kinder doch da, oder? Ich bin zurück, Familie. Wir sind Millionäre. Yay. Ja,
Ich habe in Bitcoins investiert und jetzt wird alles gut. Liebes. Hey, ich bin mir sicher, ich hatte mehr Kinder. Als du gegangen bist, gab es nichts zu essen und ich habe Catnip weggegeben. Was? Wir hätten ihn verkaufen können, Frau. Wir müssen ihn zurückholen. Niemand hier, die Luft ist rein. Da drüben, der Lüftungsschacht. Du rutschst hindurch. Wir brauchen nur eine Ablenkung. Wie friedlich. Einen Moment mal, das ist sehr verdächtig. Mal sehen. Das ist seltsam. Oh, ist oh. Schau dir dieses neue TikTok an. Wie lustig. Dieser Tanz wird nie alt. Viel Glück. Gib deiner Familie ein Hommage. Einen Moment. Versucht da jemand zu entkommen? Wer hält mich für dumm? Du. Ich bin unschuldig, ich schwöre. Tu mir nichts. Ungehorsame Kinder müssen korrigiert werden. Und du, Catnip, warst ein sehr schlimmes Kind. Es sieht so aus, als wäre das Licht aus für dich, Baby. Zieh meinen besten Winkel, Kicken. Catnip, Sohn, dein Dad ist gekommen, um dich zu retten, weil ich dich liebe. Oh, das ist nicht gut. Ich bin so jung und so hübsch hierfür. Halt den Mund. Niemand kümmert sich um dich. Ich kümmere mich um meinen Sohn, du Hexe. Was kann ich tun? Vielleicht kann dieser Hebel die Maschine stoppen. Du gibst mein Steuergeld für so etwas aus? Ich bin das Beste, was der Staat sich leisten kann. Komm schon, beweg dich. Meine Ehe steht auf dem Spiel. Mein Ende steht bevor. Und dabei habe ich mir die Liebe oder frischen Fisch kennengelernt. Du bist gerettet, mein Freund. Ich werde so etwas nie wieder tun. Lass mich los, du verrückte Frau. Was für ein schreckliches Gesicht. Deine törichte alte Frau. Liebes, du hast Catnip gerettet. Du Unruhe stiftendes Balk, dafür wirst du bezahlen. Schnell, der Ausgang ist hier entlang. Crafty Corn, mein Freund. Du wirst lernen, was gut ist. Und du wirst es mit Schmerz lernen. Warte, es war nur ein Scherz. Sag das Golden Freddy, wenn du ihn in der Hölle triffst, du Narr. Sie wird sie besiegen. Ich muss ich werde dir etwas geben, auch wenn ich nichts habe. Es tut mir leid, Mama, aber ich muss... Vorsiege wohl zu deinem jeweiligen Leben. Wir sind bald da. Beeilt euch, Kinder. Lauft! Warum brauchen sie so lange? Ich hoffe, es geht ihnen gut. Da sind wir und ich habe ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Sie wird unsere jüngere Schwester sein. Hallo, wie geht's? Tut mir nichts. Ich glaube, sie ist magisch. Hey, willkommen in der Familie, Pettigold. Der große Tag ist da. Heute bekomme ich endlich einen Bruder. Willkommen, Adaptdog. Oh, ich bin so... Was? Du solltest dich besser beeilen, meine Sachen räumen sie nicht von allein weg. Willkommen. Sohn, warum wirfst du die Sachen deines Bruders herum? Wie peinlich, heb sie auf. Ihr habt wohl ein Kaninchen adoptiert, das nervt. Hier, yeah, mein eigenes Zimmer. Im Zwinger habe ich auf dem Boden geschlafen. Juhu, ich habe ein Bett. Ich werde es mit meinen Flöhen füllen. Das ist so viel. Was? Nein, Adaptdog. Mama, wir bücken, du darfst die nicht rumspringen. Das ist sehr teuer. Spring auf den Boden, okay? Wow, du bist echt kein Partygänger, oder? Es macht viel mehr Spaß, von dir zu springen. Das macht Spaß. Runter, habe ich gesagt, oder suchst du Ärger? Du bist wohl doch kein Dummkopf. Und ja, ich suche Ärger. Jetzt halt still! Nein, das war nur ein Scherz! Und oh, meine Was machst du da? Dich in Schwierigkeiten bringen, Mami! Jungs, was ist das? Du hast deinen Bruder geschlagen? Doc, da in diesem Haus tolerieren wir keine Gewalt! Aber er hat sich selbst geschlagen! Mein Sohn soll ein Lügner sein? Er hat mich sich geschlagen, Schau, Mami! Mein Schatz, Mami ist da! Böse? Aber Mama, ich bin brav! Ruhe! Du wirst auf dem Sofa schlafen! Okay, Papa, es tut mir leid. Du bist so verwöhnt! Schmerz, Schmerz, geh schnell weg! Dieses Sofa ist viel zu viel für dich. Mal sehen, was du noch machen kannst, wenn du nicht hörst. Guten Abend, ihr Narren. Jetzt werdet ihr sehen, was ich tun kann, um das einzige Baby zu sein. Mami, Mami, hat unser Zuhause zerstört. Ich will einen Hamburger. Hä? Was ist los? Die schöne Tapete, sie ist ruiniert. Oh nein, vielleicht ist dein Dieb eingebrochen. Mama. Ich weiß, wer der Schuldige ist. Hier, ein Geschenk für dich. Was? Mama, Papa, Doc Day, was? Wovon redest du, Sohn? Doc Day! Mama, was sagst du da? Oh nein, es ist nicht so, wie es aussieht. Du denkst also, du wärst ein Künstler? Dafür ist hier kein Platz. Raus! Es tut mir leid, Sohn. Es ist zu deinem eigenen Wohl. Das ist jetzt wohl mein Leben. Endlich gehört der Palast mir. Ich kann nicht glauben, wie einfach das war. Diese alten Leute und ihr Sohn sind echt solche Dummköpfe. Erfolg schmeckt so süß. So, alter Mann. Was habe ich über das Essen auf dem Sofa gesagt? Dieser Ort ist ein Saustall. Ordnung, wie ekelhaft. Sohn, das fasse ich nicht zu deinem Vater. Deine Aufgabe ist es, dieses Zimmer aufzuräumen. Jetzt sofort. Ja, natürlich. Ich mache es morgen. Meine Sendung hat gerade angefangen. Was jetzt? Sprich nicht so mit deiner Mutter. Du musst die Regeln dieses Hauses respektieren. Uns wurde gesagt, dass du ein Brauchhund bist. Und du bist eigentlich ein verwöhntes Gehör. Aber ich gehe in mein Zimmer. Filmeabend. Gib mir was an. Diese Narren, für wen halten die sich, dass sie so mit mir reden? Ich denke, ein bisschen Wärme wird ihnen guttun. Sie werden niemals herausfinden, was passiert ist. Ich liebe mein warmes Zuhause. Ich habe vergessen zu fragen, wohin dieser Bus fährt. Verdammt, das hätte ich vorher herausfinden sollen. Hey, was zum? Dieser Wahnsinnige hat mein Haus abgebrannt. Und er sieht nicht mal gut dabei aus. Er hat den Verstand verloren. Fahrer, ich will aussteigen. Bitte öffne die Tür. Ich muss meine Familie retten. Öffne die Tür. Das ist schwer. Okay, verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Ich muss für meine Familie... Au! Mein Kopf, meine Ohren, mein Schwanz! Oh, alles
tut weh. Ich muss aufstehen und ein Held werden. Ich liebe diese Live-Shows. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es losgeht. Wie großartig. Das sind meine Eltern. Mein Zuhause brennt. Du bist ein Monster. Dafür kommst du ins Gefängnis. Erzähl mir was Neues. Ich denke, du bist nur ein Weichei. Schau sie dir an. Hey, komm, bitte rette uns. Wir verbrennen. Mama, Papa, ich werde euch retten. Es ist zu heiß. Nein, ich muss mutig sein. Mama, Papa, oh nein. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Ich habe Angst und mache mir Sorgen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich hole dich hier raus, Papa. Ich muss sie irgendwie retten. Sie sind so schwer, Papa. Nur noch ein bisschen. Wenn ihr aufwacht, machen wir ein Picknick. Hör, es riecht hier nach gekochtem Hund. Das kommt davon, wenn man es mit mir anlegt. Was? Wer hat diese Clowns gerufen? Die Polizei? Was machen die denn hier? Oh nein, sie dürfen mich hier nicht finden. Ich brauche ein Alibi. Ich muss mich verkleiden. Hallo, Herr Polizist, ich brauche Hilfe. Meine Eltern sind im Feuer. Es wurde von einem Verrückten gelegt. Ein Feuer! Ein kleiner Hund! Oh nein, wir müssen sie retten! Gleich geschafft, Mama und Papa. Alles okay? Ihr seid auch so Gefahr. Du bist ganz verrußt. Ja, natürlich. Und dieser Wahnsinnige da drüben ist schuld. Du? Oh, wie können Sie das nur denken, dass ich ein Baby so etwas tun würde? Das stimmt. Er ist bezaubernd. Bist du dir sicher, Junge? Natürlich! Mama, Papa! Was? Es war Doktor. Oh, verdammt. Zeit abzuhauen. Komm her. Ich habe einen Platz für dich freigehalten. Hören Sie auf. Das ist illegal. Ich bin ein unschuldiger kleiner Hund. Es geht euch gut. Danke, Sohn. Wir lieben dich.